Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit Yves Rocher Produkten für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mag gerne diese Reihe, wo ich dieses One Brand Full Face Gedönsen ausprobiere. Und ja, da kam es doch irgendwie ganz gut, wenn ich, also für mich, ne? Denn ich habe damals super viel diese Postwurfsendung von Yves Rocher bekommen. Und dann auch immer wieder dort bestellt und so. Ich habe aber nie so ein Full Face geschminkt. Ich hatte eine Foundation, eine Mascara. Das fand ich immer ziemlich cool. Und jetzt habe ich mir mal wirklich ein Full Face geholt, inklusive einer krassen Lidschattenpalette, wie ich hoffe. Ja, und ja, ein bisschen was muss ich halt so aus meinem Portfolio nehmen. Da habe ich ein Fixing Spray, ein Setting Spray, ein Primer, ein Highlighter. Das habe ich mir so geholt. Es gibt zwar so einen Doppel-Highlighter von Yves Rocher, aber den hatte ich schon mal und den fand ich nicht so gut. Und dann fand ich es irgendwie dämlich, das jetzt nur fürs Video nochmal nachzubestellen. Und ja, ich bin bewaffnet mit einem Pinselset. Das ist von Zoeva, kann ich euch in der Infobox verlinken. Mit einem Schwämmchen von Chic Glam. Da habe ich euch ja auch schon mal ein Fullface zugeschminkt. Kaffee ist natürlich auch hier am Start. Kaffeezeit für mich. Ich glaube, das müsste ich mal von der lieben Marion geschenkt bekommen haben. Ich liebe Kaffee, Leute. Ich werde gleich, nachdem ich mich geschminkt habe, in den Garten gehen. Mein Freund hat auch schon gewitzelt mit unserem Nachbarn zusammen, dass ich mit Tarnfarben schminke. Naja, vielleicht mal gucken. Und ich habe von Waterdrop mal wieder was zu trinken. Hier habe ich jetzt tatsächlich einen neuen Aktionscode. Also Claudi5 gilt zwar noch, aber Claudi YouTube ist jetzt neu. Wurde mir geschickt, deswegen mit Claudi YouTube sparst du 5 Euro auf deine Bestellung ab 25 Euro. Und ja, Prost, ne? Habe ich jetzt Boost drin, aber der ist halt sehr stark verdünnt, weil ich hatte das schon zur Hälfte leer getrunken und dann mache ich mir immer nur einen einzigen Drop rein und dann habe ich das wieder eben mit Wasser aufgefüllt, damit ich hier gleich was zu trinken habe. So, wie gesagt, Primer habe ich mir nicht geholt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Primer im Onlineshop haben. Da habe ich hier von Catrice diesen One Step Skin Perfector, der hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Das ist jetzt nicht das meiste, aber immerhin. Und da ich gleich in den Garten gehe, macht das Sinn und das war ein Reim. Ich habe zwar schon meine Tagessonnencreme aufgetragen mit Lichtschutzfaktor 50, aber viel hilft viel tatsächlich bei Lichtschutzfaktor. Und wenn man dann halt noch Produkte hat, wo Lichtschutzfaktor mit drin sind, kann man das auf jeden Fall gut machen, finde ich. Wie immer sind natürlich alle Produkte unten in der Infobox verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob das Affiliate-Links sind. Habe ich dann entsprechend gekennzeichnet. Und ja, ihr habt ja auch Timestamps. Das heißt, wenn euch nur ein bestimmter Schritt interessiert oder wenn euch ein bestimmter Schritt zu lange dauert, könnt ihr einfach weiterhüpfen. Dann schauen wir uns mal die Foundation an und ich bin gespannt, ob die Farbe passt, denn online bestellen ist immer so eine Sache. Ich habe die Zero Defaux Fond de Teint Peau Parfait Flawless Skin Foundation, 14 Stunden soll die halten. Und da steht ja auch immer drauf, was weiß ich, was da alles für mega krasse Inhaltsstoffe drin sein sollen. Also ich muss sagen, bislang habe ich die Produkte sehr gut vertragen. Und auch das war mal wieder ein Reim. Rosé oder Rose 050 habe ich hier als Farbe. Könnte hinkommen, ne? Weil ich ja vom Hautton eher ein neutraler oder kühler Hautton bin. Die hat gar keinen Deckel. Okay. Ja gut, das ist halt auch etwas, was man meistens relativ schnell verliert. Oha, die ist ganz schön fest. Sieht interessant aus, aber sieht farblich sehr passend für mich aus. Mit dem 103 Definer Buffer werde ich jetzt zuallererst mal das grob auftragen. Hat wirklich einen peachy Unterton. Riecht einfach recht frisch. Aber es passt richtig gut. Guckt euch das mal an. Hals und Wange, das ist Wahnsinn. Mit der Foundation sollen pflanzlich-mineralische Pigmente quasi auf die Haut gebracht werden, damit verschmelzen und einen perfekten Teint ergeben. Und ich finde wirklich, dass sie sehr gut aussieht. Ich nehme jetzt trotzdem mal noch das Schwämmchen, um das Ganze einzuarbeiten. Das nimmt natürlich noch ein bisschen der Kraft runter. Und ich habe jetzt auch ein wenig mehr Foundation verwendet, als ich es normalerweise machen würde. Weil, also ich habe 3 anstatt von 2 Pumpstößen genommen. Weil es war halt sehr fest und ließ sich relativ schwer verteilen. Es fühlt sich auf der Haut an wie Creme und es sieht einfach nur perfektioniert aus. Mir persönlich gefällt das echt gut. Wir müssen natürlich schauen, wie sich das Ganze jetzt ein bisschen verhalten wird. Und ja, also mir gefällt das Ergebnis wirklich toll. Gute Basis, gute Geschichte. Und jetzt machen wir weiter mit dem Concealer. Da hat Yves Rocher nicht so die allerkrasseste Auswahl, meiner Meinung nach. Ich habe mir jetzt den Zero Defaux Korrekteur Flawless Skin Concealer in der Farbe R006 Rosé Claire bestellt. Das ist dieser hier. Und das ist so ein fester Stick Concealer. Eigentlich nicht unbedingt das, was ich normalerweise so verwende. Aber
Ich kenne es ja von dem Becker Under Eye Corrector, dass sowas eigentlich sehr, sehr gut bei mir funktioniert und die Augenschatten auch so ein bisschen abdeckt. Das trägt man sich dann ja wahrscheinlich, oh, das passt wirklich gut, aber es ist jetzt halt nicht aufhellend oder so, ne? Trägt man sich wohl direkt dann so auf. Oh, das schmilzt schön, das ist jetzt nicht irgendwie super fest oder so, ne? Dann verwende ich die Nummer 142 Concealer Buffer, passt ja. Und damit wird das Ganze einfach eingearbeitet. Ich hätte nicht erwartet, dass das Ganze sich so schön verteilen lässt, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen festen Concealern. Aber das finde ich toll. Leichte, sehr, sehr leichte Deckkraft. Also wenn man starke Augenschatten oder sowas hat, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich trage mir das auch nochmal zusätzlich hier in meinem Innenwinkel auf. Und Monsieur schmatzt da vor sich hin. Der hat nämlich einen Kauli, irgendwie so einen Kaugedönsen, Rinderkopfhaut. Und ich versuche hiermit auch meine Rötung etwas zu verdecken, meine Mr. Fred-Familie. Das funktioniert natürlich eher dezent. Natürlich auch direkt hier als Lidschattenbase auftragen, weil ich keine separate Lidschattenbase von Yves Rocher habe. Aber für so ein Alltags-Make-up finde ich das vollkommen in Ordnung. Da muss man ja nicht super full Coverage haben. Also ich brauche das so nicht. Und deswegen finde ich ganz nice das Produkt. Das gefällt mir. Damit die cremigen Texturen sich so ein bisschen miteinander vermischen, verwende ich gerne ein Setting Spray. Da habe ich hier von Lavera Naturkosmetik das Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Das trage ich jetzt einfach mal auf. Oh ja, das war so ein anspringender Sprühstoß mit einem sehr alkoholischen, kräuterigen Duft. Und auch das wird wieder schön eingetapert. Bitte entschuldigt die Geräusche. Ich weiß nicht, was unser Nachbar da gerade macht. Als Gesichtspuder habe ich ein loses Puder mir ausgesucht, beziehungsweise bestellt vielmehr. Das La Poudre Libre Fixing and Blurring Loose Powder in Transparent. Schaut so aus. Hat ein Puffelding dabei. Sieht halbwegs fein aus. Und zwar so. Unter den Augen trage ich das mit einem Highlighter-Pinsel auf. Da habe ich den 105 Luxe Highlight-Pinsel. Das Puder blurrt sehr schön. Hier sehen wir das einmal auf dem Auge aufgetragen und gesettet, auf dem Auge einmal ungesettet. Ja, man sollte definitiv den Concealer setten, weil er sich auch schon so ein bisschen zum Creasen bewegt hat. Und mit dem 101 Luxe Face Definer werde ich jetzt mein komplettes Gesicht setten. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Sehr, sehr schön geblurrt, ausgeebnet und so weiter. Ich schaue mal, wie sich das Ganze so verhält. Es hat sich jetzt so noch nicht an irgendwelchen trockenen Stellen festgekrallt oder so. Aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze sich dann auch im Laufe der Zeit verhält. Als Bronzer habe ich hier in der Farbe Nummer 1 das Bronzing Powder. Das ist in der Farbe Hall Leger, glaube ich. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nicht so rot aus, Gott sei Dank, wie es online ausgesehen hat. Da hatte ich nämlich echt ein bisschen Angst erst. Schöne Prägung da drin, ne? Also das mit diesem Yves Rocher Logo quasi und dann diese Blattprägung. Das gefällt mir schon sehr, sehr gerne. Gut, wie auch immer. Es gefällt mir einfach. Dann nehme ich jetzt auch den gleichen Pinsel, wie ich den auch genommen habe zum Pudern und trage mir das Ganze jetzt erstmal hier auf, so als quasi Kontur. So ein bisschen, um hier meine Wangenknochen zu definieren. Ebenso auch ein bisschen an der Stirn. Dabei konzentriere ich mich, wenn ich es auf der Stirn auftrage, vor allem hier auf meinen höchsten Punkt bei der Augenbraue, um es hier aufzutragen. Blende das dann so Richtung Mitte aus, aber auch nur ganz soft, um das Ganze natürlicher ausschauen zu lassen. Und ich versuche mittlerweile hier, da wo mein Highlighter nachher hinkommt, das Ganze so ein bisschen freier zu lassen, damit es alles etwas gelifteter aussieht. Das habe ich gelernt, als ich bei der Masterclass von Benefit teilgenommen habe. Und das fand ich ziemlich interessant. Und das möchte ich jetzt so die nächsten Wochen einfach mal für mich testen, ob ich das so hinkriege, wie sie das gemacht hat und wie der Effekt dann auch wirklich so wirkt. Auch ein ganz kleines bisschen was gebe ich an die Nase, an die Seite davon. Aber ich bin ja kein Pro im Nasekonturieren oder so. Man sieht's, ne? Und nur ein Hauch von Bronzer gebe ich mir hier an meine, wie heißt das, Jawline quasi, ne? An meinen Kieferknochen, um da noch so einen Schatten zu erzeugen. Ja, finde ich irgendwie auch ganz nice, das Ganze so ein bisschen zu definieren. Aber ich muss wirklich sagen, der Bronzer ist super dezent, aber sehr, sehr schön. Also guckt euch das mal an, ne? Sehr natürlich, sehr harmonisch, nicht zu aschig, nicht zu warm. Also mir gefällt der richtig, richtig gut vom Farbton her. Schön. Jetzt habe ich einen Kaffee auf. Jetzt werde ich weiter jumpen zu meinem Wasser. Das habe ich mir jetzt irgendwie echt so angewöhnt. Das finde ich auch ziemlich gut, so für den Sommer, ne? Blush darf auch nicht fehlen, denn ich mag gerne Frische in meinem Gesicht.
Blush-Auswahl fand ich auch nicht so super schön. Ich fand die auch von der Verpackung her nicht so ansprechend. Da habe ich den in der Farbe 07 Rose Cappuccino, also Rose Cappuccino, mir ausgesucht. Ich finde, für den Preis sieht der ganz schön billig aus, aber eine schöne Farbe. Also wirklich so leicht rosa Aprikot, würde ich sagen. Komm, den nehme ich dann separaten Pinsel für. Ja, komm. Viel hilft viel. Da habe ich jetzt hier den 127 Luxe Sheer Cheek Brush. Der ist so abgeschrägt. Ein bisschen abklopfen. Und dann trage ich mir den hier mal so auf. Oh, schöne Farbabgabe. Wirklich schöne Farbabgabe. Ist jetzt nicht so buff und dann hast du da auf einmal Blush, sondern es ist soft. Lässt sich toll auftragen, doch. Blende ich auch ein bisschen immer in meinen Haaransatz und in den darunter befindlichen Bronzer mit rein, dass das Ganze auch irgendwie so ein bisschen natürlicher aussieht, harmonischer. Doch, aber das sieht wohl nice aus, doch. Lässt sich auch alles sehr angenehm, leicht auftragen, schön aufbauen, wenn man das möchte. Aber ich habe jetzt wirklich jedes Mal nur einmal, dass ich in das Produkt reingegangen bin, auch nicht allzu sehr geswirlt habe. Ne? Dann habe ich es aufgetragen, schön verteilt, lässt sich toll ausblenden, sieht nicht fleckig aus. Mag ich wirklich gerne leiden. Also das ist toll, wirklich. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Gut, Highlighter habe ich mir ja keinen geholt. Da habe ich hier von Hypoallergenic Bell den Nummer 01. Der dürfte eher zurückhaltend sein. Trage ich mir mit meinem Highlighter-Pinsel auf. Einmal durchgehen. Ja, definitiv geeignet für, ich gehe gleich in den Garten. Das finde ich hübsch. So wie es aussieht, mag ich das auf jeden Fall gerne leiden. Und mir gefällt auch diese Technik, dass man das tatsächlich hier so ein bisschen freilässt und da keinen Blush und keinen Bronzer aufträgt, sondern nur so den Highlighter. Denn es sieht wirklich gelifteter aus. Krass. Kümmern wir uns jetzt mal um die Augenbrauen. Da habe ich hier von Yves Rocher den Eyebrow Pencil in der Farbe 01 Blond ist das. So schaut der aus. Das ist so ein ganz klassischer Stift, wo du auf der einen Seite halt einen Spoolie hast, so wie auch von Catrice dieser Brow-Gedönsen, ne? Und auf dieser Seite einen Stift zum Anspitzen. Es hätte auch noch welche gegeben, so zum Hochdrehen oder so, aber ich wollte jetzt so einen haben. Ich bin sehr gespannt, ob die Farbe passt. Das ist immer so eine Sache, die ich immer etwas schwierig finde bei blonden Augenbrauenstiften, weil ich bin ja blond, aber die Farbe passt. Bisschen hell, aber sie passt. Hier male ich mir gerne erstmal einen Strich komplett unter den Augenbrauen her und dann male ich nach oben hin feine Härchen rein. Die Farbabgabe von dem Augenbrauenstift gefällt mir auch. Wenn man leicht andrückt, bekommt man halt auch Farbe auf die Augenbraue, aber nicht zu viel und das finde ich auch immer sehr schön. Also nicht zu wachsig. Dann kämme ich jetzt einfach mal alles durch, um das Ganze miteinander so grob zu verblenden. Und erhalte eine recht natürliche Augenbraue. So mag ich das. Das ist voll mein Style. Irgendwie riecht der Bronzer auch total cremig, muss ich gerade auch sagen, wo ich die Nase da so reinhalte. Ne? Schönes Ergebnis. Kann sich sehen lassen. Finde ich toll. Ich fixiere meine Augenbrauen mit dem Alverde transparenten Augenbrauen- und Wimperngel. Genau, es ist transparent, wie der Name schon sagt. Auch wenn dieses Augenbrauen- und Wimperngel ein recht großes Bürstchen hat, mag ich es eigentlich ganz gerne. Das fixiert die Augenbrauen schön und macht ein tolles Ergebnis. Nach wie vor gefällt mir meine Base wirklich gut. Das fühlt sich alles so gepflegt an, so weiß ich nicht, als hätte ich wirklich Pflege in meinem Gesicht. Und das könnt ihr gleich auch tatsächlich aus der Nähe betrachten, denn nun verwenden wir diese Lidschattenpalette. Die wirkt von der Haptik sehr wertig, sehr schwer. Da habe ich mir eine etwas nudigere Palette ausgesucht. Hat die irgendeinen Namen? Lidschattenpalette Couleur Végétale. Keine Ahnung. Oh, die Farben haben sogar Namen, stehen hinten drauf. Schön. Da haben wir auch so einen Applikator mit dabei. Das werde ich jetzt so wahrscheinlich eher weniger verwenden. Und ja, diese Fännchen, diese Form, bin ich gespannt, wie sich das auf dem Auge macht. Schimmernde Farben, matte Farben, aber doch eher zurückhaltend von der Art und Weise her. Herzlich willkommen in meinem Gesicht. Also jetzt auch aus der Nähe, ohne Witz, ne? Das sieht alles sehr, sehr toll aus. Der Blush ist natürlich sehr dezent, auch der Bronzer ist sehr dezent. Trotzdem sieht alles sehr frisch, gesund, schön aus. Also das ist wirklich ein tolles Ergebnis, muss ich sagen. Und jetzt verwenden wir die Lidschattenpalette. Bisschen nervig, dass man das dann immer hochklappen muss, um zu gucken, wie die Farben so heißen. Ich beginne mit einem Blendepinsel und zwar ist das der 228 Luxe Crease Brush. Das ist so dieser klassische Pinsel von Zoeva. Und dann gehe ich in den Ton
Rosé Tee Matt. Das ist dieser zweite Ton. Okay, Kickback. Und das gebe ich auf mein komplettes bewegliches Lid und blende das auch hoch auf mein unbewegliches Lid, damit ich nachher eine schöne Basis habe, um die Lidschattenfarben ineinander zu verblenden. Leichtes Creasing von dem Concealer wird kurz mit dem Concealer Buffer eingearbeitet bzw. weggewischt. Nun gehe ich in den Ton Beige Racine Matt, das ist so ein Ocker. Und den setze ich mir in meine Lidfalte bzw. unter meinen Knochen bzw. etwas höher, weil ich ja so ein Schlupflid, ein leichtes Schlupflid habe, ne? Dann bietet sich das einfach an, damit das Auge halt optisch etwas größer ausschaut und weniger schlupfig. Mit der Nummer 231 Luxe Petite Brush gehe ich in den Ton daneben. Der nennt sich Brun et Corse Matt, genau. Und der schaut so aus, das ist so ein etwas aschigeres Braun. Den setze ich mir einmal nach hier außen in meinen Außenwinkel und blende den etwas unterhalb von dem Ton in meine Lidfalte rein. Der lässt sich auch aufbauen, um die Farbe so ein bisschen zu intensivieren. Schaut dann so aus. Das gefällt mir. Das ist so ein klassischer Look, so ein kleines V. Und wenn ich schon mal mit dabei bin, nehme ich den gleichen Pinsel, die gleiche Farbe und setze mir das an den unteren Wimpernkranz. Das Ganze lässt sich schon sehr schön ineinander verblenden und sieht harmonisch aus. Also das mag ich tatsächlich vom Ergebnis her gerne. Sieht jetzt auch nicht fleckig aus oder so. Das Einzige, was jetzt hier fleckig aussieht, ist hier außen. Das sind meine Adern. Und wenn ich keine Lidschattenbase verwende, die das Ganze halt mega krass abdeckt, dann sieht das halt ganz, ganz leicht fleckig aus. Boah, das ist halt wegen meiner Anatomie. Jetzt nehme ich wieder diesen 228, ist es glaube ich, ne? Ja, Luxe Crease und blende hier so ein bisschen in meiner Lidfalte rum, damit das etwas sanfter aussieht. Jetzt versuche ich mal mit diesem Applikatorpinselchen, was hier mit dabei ist, auch zu arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite habe ich so einen klassischen Schwämmchen-Applikator. Damit kann man halt sehr, sehr gut Schimmertöne auftragen. Und auf der anderen Seite haben wir so einen Pinsel, was mich eher an einen Lippenpinsel erinnert. Aber auch damit kann man sehr präzise arbeiten, wenn man Schimmertöne verwendet. In solchen Momenten arbeite ich mich gerne von hell zu dunkel durch. Das heißt, ich starte mit dem hellsten Schimmerton, der so ein bisschen ins Roséfarbene geht und sich Rose Nacré nennt. Das ist der dritte Ton hier in der Palette. Und den trage ich jetzt erstmal mit diesem Pinsel Seitengedönsten auf. Jedenfalls versuche ich das. Der hat so einen leicht aschigen Unterton. Da habe ich jetzt ein bisschen mal gucken, bedenken. Oha. Nee, auf der Haut wirkt er aber wirklich schön rosa. Das ist gut. Hat jetzt aber keinen Bäm-Effekt im Innenwinkel, ne? Naja, vielleicht wenn ich das mit dem Applikator auftrage, der ja dabei ist. Der greift halt immer ordentlich viel Farbe. Oh ja, damit intensiviert man das Ganze doch schon intensiver. Tolle Aussage, Claudinchen. Ganz tolle Aussage. Ich setze mir das auch ein bisschen hier unter die Augenbraue. Da arbeite ich aber mit diesem Pinselding. Jo, sehr dezent. Nicht so mega schimmernd, das ist eher samtig-seidig vom Finish her. Und wenn man das mit diesem Schwämmchen macht, dann krümelt das halt auch ziemlich, ne? Aber naja, es macht halt ein Ergebnis. Ob es schön ist, bleibt jedem selbst überlassen. So, dann gehe ich jetzt mal in diesen Kupferton. Das ist dieser hier. Da. Pêche Modorée Nacré. Den versuche ich mir jetzt einfach mal mit dem Finger aufzutragen. Kommt schön auf den Finger. Den setze ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid. Auch ein bisschen drüber, dass man den halt auch sieht, wenn ich die Augen öffne. An den Übergang zu dem ganz hellen Ton gebe ich mir aber noch so einen goldenen. Das sieht aber nicht verkehrt aus, finde ich. Ne? Schöner, natürlicher Look. Und dieser goldene Ton nennt sich Beige Apricoté Nacré. Dieser Ton und den nehme ich auch mit dem Finger auf und setze ihn mir, wie gesagt, hier so hin. An den Übergang zwischen dem ganz hellen und jetzt diesem, den ich gerade aufgetragen habe. Ja, das macht das Ganze noch ein bisschen harmonischer, ne? Denn je heller du in dem Innenwinkel wirst, desto offener sieht das Auge aus. Oh, aber wenn ich bedenke, 20 Euro für so eine Palette ist nicht günstig, ne? Das vergleicht man dann ja auch ganz gerne mit so
BH Cosmetics zum Beispiel. Und das ist auf gar keinen Fall qualitativ vergleichbar. Da ist BH Cosmetics um Längen besser von der Pigmentierung her. Aber naja, es macht einen schönen Look, definitiv. Und jetzt nehme ich mir wieder, welchen Pinsel nehme ich denn? Diesen Pinsel von dem, was dabei war, um hier einfach ohne weiteres Produkt nochmal so die Übergänge ein bisschen weicher zu gestalten. Gehe ich einfach so drüber, dass das Ganze ineinander fließender ist. Ich möchte aber auch in den Außenwinkel noch was geben. Da haben wir so einen ganz dunklen Schimmerton, der heißt Bois de Bahia Nacré. Und da gehe ich mit diesem Schwämmchenapplikator rein. Das ist der vorletzte Ton in der Palette. Und da ist natürlich dieses Schwämmchenapplikator-Ding super, weil du da sehr präzise mitarbeiten kannst. Dann setze ich mir nämlich ganz gezielt nur hier außen hin. Mag ich leiden. Bisschen rauchig, sehr basic, aber trotzdem schön vom Look her, finde ich. Also ist jetzt keine super krasse Empfehlung, diese Palette, aber es ist jetzt auch kein Griff ins Klo, wenn man die jetzt da hat und wenn man die so hat, würde ich mal so sagen. Aber es ist sehr basic. Da bekommt man mit vielen Paletten von Catrice oder vor allem auch von BH Cosmetics preislich verglichen und so deutlich schönere Looks mit hin, ne? Oder abwechslungsreichere Looks. Denn hier bist du sehr darauf fokussiert, dass es so wird. Also ist okay, ist okay. Aber wie sagt Melly das immer so schön? Es ist kein Schlüpperstürmer, ne? In meinem Yves Rocher Adventskalender hatte ich ein Produktchen drin, was ich jetzt ausprobieren werde. Und zwar den Jumbo Couleur Vegetal Botanical Color Jumbo Eye Pencil. In der Farbe 901. Das ist so ein schönes Lila. Den möchte ich mir jetzt wirklich mal versuchen aufzutragen als Eyeliner. Was natürlich mit so einer Spitze eine Herausforderung wird. Der ist ja hart, ne? Ja. Ich wärme den jetzt erstmal einfach so ein bisschen an meinem Handrücken an, dass der so ein bisschen weicher vielleicht wird von der Konsistenz her. Und dann ansetzen. Au. Ja, einen Wing kriegst du jetzt damit nicht gezogen und wirklich so soft und so malt er auch nicht. Also sehr hackelig, aber zur Wimpernkranzverdichtung geht er klar. Und wenn man den so ein bisschen angewärmt hat, dann malt er auch ein bisschen vernünftiger, sieht man hier auf diesem Auge. Aber doch sehr, sehr dick. Also ist halt ein Jumbo-Eye-Pencil, ne? Ja, ist okay. Fixing-Spray habe ich halt auch keins, ne? Da nehme ich von Alverde das fixierende Spray. Auch das wieder eine sehr alkoholische Geschichte, aber ist okay. Auch vom Sprühkopf her. Nee, ist ja nicht okay. Au, ich dachte immer, der Sprühkopf wäre geil. Nein, der springt mich an. Ach ja, stimmt, wenn man komplett runterdrückt, dann ist es okay. Man darf nur nicht leicht draufdrücken. So, dann tapern wir das ganze wundervolle Werk hier mal ein. Die Base gefällt mir, sie ist sehr natürlich, aber die Augen, ach, das geht auch klar, komm, passt schon. Ist jetzt nichts großartig Besonderes, aber ich biege mir jetzt erstmal die Wimpern, weil jetzt widmen wir uns mal einem sehr angenehmen Part, nämlich kommt gleich die Mascara an den Start. Ich trinke mir ein bisschen Mut an, aber ich denke, dass alles gut wird. Ja. Und zwar, die hatte ich, glaube ich, auch in meinem Adventskalender, die Volume 360 Grad Mascara. Die schaut so aus, also auf jeden Fall super fancy. Ich glaube, ich hatte damals immer diese Sexy Pulp oder sowas. Die fand ich auch immer fancy. Die ist ja interessant. Im Prinzip möchte dieses Bürstchen wahrscheinlich gerne ein erdnussförmiges Bürstchen sein. Aber irgendwie ist es vorne breiter als hinten. Riecht nach Mascara. Und jetzt gucken wir mal an, wie sich das so auf den Augen macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, das ist ja nix, ne? Das ist ja wirklich nix. Ich mache mir gleich eine andere Mascara mal drüber. Meine Wimpern bieten eigentlich Mascaren die perfekte Grundlage dafür, hammermäßig auszusehen, weil ich ein krasses Wimpernserum verwende und weil ich sie immer schön pflege und so weiter. Aber die hier ist viel zu trocken, die greift die Wimpern nicht richtig, die ist nicht toll. Ich habe die eben erst ganz neu aufgemacht, die war noch komplett eingeschweißt. Ich bin wirklich enttäuscht. Also wenn man halt eine Mascara haben möchte, die halt nur so ein Volumen macht. Ne? Also die Wimpern trennt, Volumen macht und so weiter, dann ist das wahrscheinlich eine Mascara, die man sich anschauen kann. Aber es ist also verhältnismäßig nix.
Mal kurz zum Verhältnis, habe ich jetzt die Nabla Visions Mascara einfach mal in einer dünnen Schicht oben drüber gegeben, damit meine Wimpern halt nach Wimpern aussehen und ja, dass ich mir halt gefalle, um das mal so zu sagen. Ich finde die klasse, ich finde die toll. Ja, sie ist ein bisschen hochpreisiger, aber alternativ kann man sich auch die L'Oreal Air Volume Mascara auftragen. Die habe ich aber aktuell leer. Genau, also das macht einfach, ne, das macht das Ganze harmonischer und abgeschlossener. Weil ich habe mich eben einfach unfertig gefühlt, wenn man das halt einfach anders gewohnt ist. So, bevor ich jetzt die Lippen mache, noch einen Schluck trinken. Ja, und da habe ich jetzt einmal einen Lip Liner. Das ist der Automatic Lip Liner in der Farbe 71 Bois de Rose. Automatic heißt in dem Sinne, dass man ihn halt einfach hochdrehen kann, ne? Und den trage ich mir jetzt einfach mal als Lippenkontur auf. Der gleitet 1A über die Lippen und gibt einen schönen, ich weiß nicht, Nude Look, Nude Rosé, ja. Mag ich leiden, ist eine ganz tolle Farbe, macht schöne weiße Zähne und ja, das ist auf jeden Fall ein Lip Liner, der gerne bei mir bleiben darf, weil er sich so schön cremig anfühlt, der gleitet richtig toll über die Lippen drüber, ne? Und jetzt kommt der Lippenstift und den habe ich in der Farbe Nacré Pearly Nummer 70, das ist dieser hier. Ja, hier hinten sieht man auf jeden Fall schon so ein bisschen die Farbe, das wird jetzt etwas rötlicher als der, oh, ist das schön. Als der Lippenkonturenstift. Ich überlege, ob ich den... Oh, riecht sehr angenehm. Riecht sehr, sehr angenehm. Boah, ist das schön, ne? Das ist nämlich eher so ein shiny Finish. Ich glaube, dafür muss ich auf jeden Fall meine Lippen auch mit dem Lip Liner ausfüllen, weil der doch eher schier sein wird, denke ich. Ja, ist eher wie so ein Lipgloss von der Farbe her. Das heißt, Lippen komplett mit dem Lip Liner ausfüllen, Claudinchen. Ne, könnte man theoretisch auch genauso tragen, da müsste man jetzt nicht irgendwie noch was drüber machen, theoretisch, weil sich das auch nicht so extrem austrocknend anfühlt wie bei anderen Lip Linern. Ich mache mir den jetzt aber drüber. Boah, das ist so schön, das Funkeln, ne? Da habe ich auch so goldene Schimmerpigmente drin. Schön. Der hat jetzt natürlich durch seine goldenen Schimmerpigmente so ein bisschen den Drang dazu, die Zähne etwas gelber aussehen zu lassen. Aber ich mag das. Es passt auch zu dem soften Augenlook. Und ja, jetzt haben wir den Look einmal komplett fertiggestellt und dann gucken wir uns das mal aus der Ferne an. Aus der Ferne, einmal mit offenen Haaren. Also definitiv ein schöner Look, finde ich. Ne? Also jetzt so im Gesamten mag ich das gerne leiden, fühle ich mich auch wohl. Das mit der Mascara ist natürlich schade, dass ich da jetzt auf jeden Fall nachlegen musste. Ansonsten hätte ich mich nicht so wohl gefühlt. Ja, die Base, mega, mega. Das passt einfach schön. Farblich eine ganz schöne Kiste. Die Lippen gefallen mir. Die Lidschattenpalette ist dezent. Wäre sie ein bisschen günstiger, würde ich sagen, ist ihren Preis vollkommen wert. So finde ich sie ein bisschen übertrieben vom Preis her. Aber ansonsten ist es ein schöner Look geworden. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert. Und ja, auf jeden Fall alles unten in der Infobox verlinkt. Schaut gerne vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!